Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Path of Exile. Ich habe nochmal ein bisschen umdekoriert, habe die ganzen Grabsteine hier weggenommen, also bis auf den, weil ich finde das hier mit der Säule und der Inschrift irgendwie hat das was. Ich weiß nicht, vielleicht noch ein paar Blümchen drumherum oder so, mal schauen, aber auf jeden Fall nicht jetzt. Die Grabsteine habe ich mal alle nach hier drüben gepackt. Passt irgendwie mit den Headstones auch irgendwie so halbwegs zusammen. Da ist noch einer hingewandert. Und ich habe hier mal Palisaden aufgestellt. Und das, eigentlich müsste ich hier noch welche hinpacken, aber ich habe keine mehr. Ah doch, ich habe noch total welche. Oh Gott. Sagt mir das denn keiner? Dann, muss der Baum da vielleicht erstmal ganz kurz weg. Und so habe ich noch breite. Oh ja, die sind schön viel breiter. Das ist okay, dann können die so hin und dann müssen das auch nicht unbedingt die Zweier sein, dann können das vielleicht... Naja doch, sonst wird das nicht breit genug, okay. So, jetzt muss der Baum nur wieder zurück. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Alles wird schön. So, das geht klar. Ja, das ist gut so. Jawohl, ja, ich habe hier schon mal Palisaden aufgestellt. Hier drüben mache ich vielleicht auch noch welche, weiß ich nicht. Vielleicht wird mir das sonst auch zu dunkel, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich könnte hier auf jeden Fall noch ein paar Lampen mit hinstellen, irgendwie muss ich mal schauen. Aber ja, prinzipiell erstmal ganz hübsch soweit. So, und jetzt machen wir aber das wirklich, was ich angekündigt habe, nämlich Daily Mission. Beziehungsweise, was kann die denn eigentlich alles an netten Decorations? Ja, ja, ich weiß. Sagt nichts. Scavenger's Daughter? Was? Was auch immer das alles ist. Ich guck mir das später mal an. Daily Mission, das wollen wir machen. So, Gott. Das Eternal Laboratory sah auch schon mal besser aus. Ja. Oh, ins Museum. Okay, gut, wir gehen heute ins Museum. Na dann, ich bin gespannt. So, welches Level haben wir hier? 69, das ist okay. Ich müsste 72 sein, naja. Sollte machbar sein. Framerate ist gerade nicht so ganz machbar, aber wobei, na doch, geht. Was haben wir denn hier eigentlich? Area contains many totems, das ist okay, is inhabited by skeletons, auch das ist mir wurscht. Und die Monstergruppen sind 28% größer, auch das ist okay. Also für Leute, die mit Path of Exile vielleicht nicht so vertraut sind und nur dieses Let's Play gucken, das werden wahrscheinlich eher irgendwie so 1% sein, wenn überhaupt. Alle anderen haben vermutlich deutlich mehr Ahnung davon als ich, aber die Karten, also die Maps, sind der Endgame-Content. Und das sind quasi nichts anderes als Gebiete, die man sich aufmacht. Also genau sowas wie die Daily Mission hier jetzt, das ist letztendlich das Gleiche. Da gibt es eben verschiedene Gebiete. Die verschiedene Anforderungen, also, naja, was heißt Anforderungen? Die verschiedene, Anforderungen ist das falsche Wort, verschiedene Schwierigkeitsstufen haben. Also, die gibt es einmal mit Monster-Level, ich glaube, das niedrigste ist 68 und dann geht es hoch bis, frag mich nicht wo, bis auf jeden Fall in die 80er rein. Das ist gerade nicht so geil. Aber wobei, wenn ich die von dem Totem weglocken kann. Dann geht das. Ja, und die Karten haben auch immer, oder die Maps haben immer verschiedene Modifikatoren. Also die Monstergruppen sind größer oder die sind immun gegen irgendwas oder verursachen ganz viel Blutungsschaden oder Schaden wird zurückgeworfen oder es gibt Unique Bosse auf der Karte oder sonst irgendeinen Spaß. Mist, das war gar nicht das Totem, was ich brauchte. Ah, oh, welches von diesen verkackten Teilen ist das denn? So, jetzt aber. Meine Güte. Oh,
Oder es sind eben sehr viele Skelette da, oder es gibt eine erhöhte Varianz an Monstern, also dass es sehr viele verschiedene Monster gibt, was den Anspruch hier auch nochmal ein bisschen hebt, wenn man sich auf verschiedene Sachen einstellen muss. Oder so wie hier, dass eben ganz viele Totems auf der Map sind und so eine Späße. Achso, ich soll vielleicht mal wieder Z drücken, sonst übersehe ich hier ganz viel Spaß. Das wäre ungünstig. Ich muss gleich nochmal nach vorne gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Ja, und das ist letztendlich eben der Endgame-Content, was ich ganz cool finde. Karten kann man eben nicht nur über Xana aufmachen, über die Daily Quest, sondern Karten kann man prinzipiell auch finden. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gezeigt, aber wow. Und Karten können eben auch verschiedene Seltenheitsstufen haben, also von normal bis unique. Und dementsprechend geht da dann mehr Kram ab. Also die haben dann auch zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit, überhaupt Items zu droppen und verbesserte Gegenstandsqualität. Also dass ja, die prinzipiell mehr Affixe haben oder so, die Items, keine Ahnung, muss ich mich auch nochmal ein bisschen einlesen. Also prinzipiell, dass man einfach besseren Loot finden kann und all so eine Späße. Also da gibt es sehr, sehr viele Varianten. Was ich als Endgame-Content bislang zumindest, also ich habe noch nicht viel davon gemacht, aber tendenziell erstmal ganz nett finde, weil es ist auf jeden Fall was anderes, als immer und immer wieder den gleichen Boss zu grinden. Ich möchte fast behaupten, dass die Idee der großen Nephalem-Portale. Ah, was machst du denn hier drin, Herr Verrückt? Dass die Idee der großen Nephalem-Rifts in Diablo 3 so ein bisschen von den Maps abgekupfert ist, aber kann natürlich auch unabhängig voneinander entstanden sein. Wer weiß das schon? Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht sind auch die Teile hier hinterher entstanden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Schöne ist, man kann da trotzdem wieder raus. Die Sache ist, ihr seht hier, hier gibt es hier insgesamt 6 Portale, also in eins bin ich ja schon reingegangen. Man kann da raus und man kann eben insgesamt 6-mal wieder rein. Also einmal am Anfang natürlich, also man kann 5-mal raus und wieder rein. Wenn dann das letzte Portal zu ist, ist dann aber Schicht. Ich gehe jetzt aber erst nochmal in den Hideout. Wobei, es wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Aber egal. Und verkaufe erstmal ganz kurz Stuff. Nämlich dich. Erstmal alles identifizieren. Hier kannst du was. Geht so. Das Ding ist gar nicht uninteressant mit Global Critical Strike Chance und Spell Damage und Lightning Damage und Cold Damage und Mana per Kill. Das könnte ich fast mal aufheben. Warum habe ich das denn identifiziert? Das war total unnütz. So, kannst du was? Viel Grill. Na, da finde ich auch noch was Besseres. So, aber das Messer möchte ich auf jeden Fall mal aufheben. So, Kiste. Du, alle rüber. Du und du auch. Du kommst hiermit hin. Und dann brauche ich einmal dich. Dann können wir da gleich noch ein bisschen Spaß haben. Dich tue ich mal hiermit hin. Gucken wir mal, warum habe ich das Ding eigentlich aufgehoben? Ah, das wollte ich bestimmt noch verzaubern, ne? Das hat nämlich jetzt schon ganz gute Resistenzen. Und Armor. Kein Leben drauf, aber. Naja, egal. Wir machen erstmal da weiter, wo ich eigentlich weitermachen wollte.
Das ist halt ganz lustig. Prinzipiell kann man, wenn man selber eine Map öffnet, also am Map-Device oder im Eternal Laboratory, auch Xana da drin finden. Also da findet man die auch das erste Mal und kann dann quasi eine Quest von ihr annehmen und hat dann eine Map in der Map offen. Das ist schon so ein bisschen Mapception, möchte ich es nennen. So, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht unfassbar aufs Maul. Das lief eigentlich erstaunlich gut. Sehr schön. Dann einen weiteren Stufe 2 Talisman mitgenommen. Ich habe immer noch nicht genug Stufe 3 Talisman, um mal irgendwie die da mit reinzuhauen. So. Ach, das ist der Weapon Master, ne? Das ist ja gar nicht der. Gott, ja, Beginn kommt mit was. Was kann der denn so? Fast Attacks, Enemies are slowed, Elemental Damage, ja, okay. Geht klar. Ups, ich wollte gar nicht gut bei, ich wollte Beginn Combat sagen. So. Thema gegessen. Sogar mit Geheimtür hier. Verrückt. Aber wobei, das ist auf Maps, glaube ich, gar nicht so selten. The Hollow Lady. Na toll. Und ich habe. Wow. Okay. Ah, okay. Das sind hier ein paar mehr Uniques. Ich sehe schon. Das ist natürlich bitter. Wie, das war schon? Okay, das hat offenbar schon gereicht, warum auch immer, aber trotzdem möchte ich die Map jetzt noch machen. Das kann ich ja noch weiter, dankenswerterweise. So. Tja, wenn ich direkt gesehen hätte, dass das da drei Unique-Gegner sind, hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zurückgenommen, aber. Kann ja keiner mit. Alter, die haut aber auch rein. So, das war jetzt erstmal ordentlich Tränkeparty hier. Holla die Waldfee. Auch das kann einen auf Maps mal irgendwie erwarten. So, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber ich hatte mich ja neulich gefragt, warum hier manche so roten, also manche Rares einen roten und manche einen grünen Hintergrund haben. Das hat einfach mit dem Grunditem zu tun, und zwar haben die, die prinzipiell ein sinnvolles Grunditem haben, einen grünen Hintergrund, und die, die eher ein schlechtes Grunditem haben, einen roten, und was dazwischen liegt, hat halt keinen farbigen Hintergrund. So einfach ist das. Da ich aber beides verkaufe, ist es mir prinzipiell auch total egal, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Item ist. Weiß ich nur eigentlich direkt, dass ich es nicht infizieren? Quatsch, dass ich es nicht zu identifizieren brauche, das wollte ich sagen. Wir können noch mal, bevor wir gleich gehen. Hier noch mal eine reinsetzen. Source of Wisdom bis zum Abwinken. Chaos Orb wäre mir lieber gewesen, aber nun gut. Noch besser als nix. Da war ich auch noch gar nicht überall. Krieg ich das nur unter? Wie voll ist denn Inventar? Geht so. Ja, prinzipiell kannst du aber dahin. Wobei, das können wir so machen. Kriege ich auf jeden Fall noch eine Rüstung mit rein. Für den Fall der Fälle.
Oder das Round Shield. Auch gut. Also, ärgert mich jetzt gerade, dass ich da verreckt bin. Das kostet nämlich inzwischen auf Merciless doch schon ganz gut Erfahrungspunkte. Weswegen man das tunlichst vermeiden möchte. Aber da habe ich in dem Moment echt nicht mit gerechnet. Gerade da die Map vorher so total entspannt war. Und ich glaube, mit einem Unique-Monster wäre ich auch total gut klargekommen. Aber mit dreien auf einmal habe ich einfach echt nicht gerechnet. Stand ja auch nirgendwo ein Schild. Hätte man ja ruhig mal aufstellen können. So, Vorsicht, hier gibt's volles Fund aufs Maul. Was ist hier eigentlich los? Okay, das war jetzt entspannt. Ich dachte, das wird irgendwie dramatischer, aber gut. Dann nicht. Was haben wir hier? Enfeeble. Mal leveln mal. Ach shit, war das sinnvoll? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht habe ich es jetzt auch gerade so hoch gelevelt, ich weiß es nicht. Naja, gucken wir mal. Sehe ich dann gleich. Hatte ich Enfeeble hier mit drin? Brauche jetzt Level 64, das ist gerade noch okay. Nur höher leveln darf ich es, glaube ich, nicht. Ja, dann sind wir, glaube ich, mit der Map ziemlich durch. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Ich hatte so die Befürchtung, dass ich da noch habe Gegenstände liegen lassen, aber... Na, was soll's. Was Dramatisches wird's nicht gewesen sein, sonst hätte ich's gehört. Ah, na komm schon. Manchmal bin ich mit meinem Stormcall auch einfach so ein bisschen zu geizig. Ist halt die Sache, dass ich immer erst 32 Gegner töten muss, bevor ich den wieder einsetzen kann, weil der prinzipiell nur eine Ladung hat. Dann muss ich eben erst wieder eine bestimmte Menge an Gegnern töten. Das ist so der Punkt. Von daher bin ich eben auch noch nicht so glücklich damit, wie der bislang supported ist. Aber naja, wie gesagt... Dazu brauche ich grundsätzlich erstmal mehr Sockel in der Rüstung. Ja, auch in der Rüstung, aber insgesamt in der kompletten Ausrüstung, wollte ich eigentlich sagen, nicht nur in der Rüstung. Aber dazu muss ich, glaube ich, einfach noch ein paar Maps spielen, in der Hoffnung, noch ein bisschen was Brauchbares zu finden, ein bisschen traden, ein paar Chaos Orbs holen und dann kann ich mir da, glaube ich, mal das kaufen, was ich gern haben möchte. Weil da brauche ich, also prinzipiell für die zwei Items, die ich ganz gerne hätte, brauche ich schon so 2 bis 3, heißen sie Exalted? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so ausgesprochen wird, ob es überhaupt so geschrieben wird. Orbs, beziehungsweise, naja, halt schon so 150 bis 200 Chaos Orbs. Von daher, ach, wir sind hier ja durch. Ich dachte gerade schon, ich bin wieder im Hideout, aber nein. Jetzt bin ich im Hideout. So, dann kannst du auch gleich mal meinen Scheiß kaufen. Nämlich das und das und... Nee. So, du kommst mal so weg. Increased Elemental Physical... Nee, nicht so geil. Ja, Movement Speed ist natürlich schon super. Ach, vorbei. Vielleicht sind die gar nicht so kacke, wie ich dachte. Hier habe ich Fire Resistance und Lightning. Das sind insgesamt 38 Resis. Hier habe ich 29. Kann ich aber vielleicht noch craften? Muss ich mal gucken. Sockelanzahl ist natürlich nicht so geil. Sockelfarbe ist prinzipiell auch nicht so geil. Nee, es ist... Also 20% Movement Speed statt 10 sind natürlich schon nett, aber... Ach, weiß ich noch nicht. Kannst du was? Nein. Armor und Energy Shield ist mir natürlich auch irgendwie schon deutlich lieber als... Wobei, ich brauche ja eigentlich auch... ich meine, Cold Penetration level ich ja gerade nur aus anderen Gründen mit. Das musste ja gar nicht hin.
Solange ich da vier Sockel drauf kriege und einer grün ist, ist das prinzipiell schon okay. Wir machen das erstmal eben so. Zack, 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 zack. So. Du kannst noch darüber. Du kannst damit rüber. Ich muss mir überlegen, wo ich die ganzen Mana Flasks. Ich nehme jetzt die ganzen Superior Flasks mit, um mir. Also, finally mache ich das endlich mal, um mir. Gem Cutters Prisms zu holen. Das sind übrigens die Maps. So sehen die aus. Haben je nach Tier und je nach anderen Sachen, die unterteilen sich nicht nur nach Tiers, die unterteilen sich auch noch allgemein irgendwie anders. Ich hatte es nachgelesen, aber ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall ändert sich hier auch eventuell, also je besser die sind letztendlich, wobei das jetzt nicht im Sinne von Rare oder Unique ist, sondern einfach vom höheren Level her, also von höheren Monster-Level, glaube ich, ändert sich hier auch noch die Farbe von dem Zeichen drauf. So, wo packe ich dich denn jetzt hin? Eigentlich finde ich das nirgendwo so richtig geil. Andererseits habe ich hier eh nicht so viel, kommen die erstmal hier mit zu, das ist okay. Wobei, naja doch, passt schon. So, und dann muss ich mal gucken. Was konnte ich hier so machen? Ach, das war die Sockelgeschichte, ja, ich erinnere mich, okay. Sharpening Wheel war für Weapons. Ich will aber eigentlich hier hin. Und gucken, ob ich hier noch. Den könnte ich prinzipiell wahrscheinlich auch noch weiter hochleveln. Ich könnte mir danach Cold Resistance draufhauen. Was fehlt mir denn? Mir fehlt da natürlich schon ganz gut Fire Resistance, ne? Was eigentlich Kacke ist, weil ich Fire Resistance eigentlich brauche. Weil ich das als einziges nicht auf Maximum habe. Nee. Nee, tut mir leid. Dann kommen die jetzt doch erstmal. Da kann ich. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich dann irgendwie die Eigenschaften davon ändere, aber. Dann geht mir der Movement Speed wieder flöten und nein, das ist einfach alles viel zu umständlich. Es ist einfach prinzipiell ganz okay gewesen, aber dann auch irgendwie nicht so toll. Also. Nicht so, dass ich gesagt hätte, yay, okay, da stecke ich jetzt ein paar Orbs rein, um das irgendwie umzumodeln, aber nee, das bringt es einfach nicht. Ja, dann können wir eigentlich nochmal eine Map ins Map-Device packen, ne? Würde ich sagen. Machen wir mal ruhig die Tier-2-Map hier, weiß ich gar nicht. Mal gucken wir mal. Man kann übrigens in normalen Gebieten nur Tier 1 Maps finden. Und in weiteren Maps dann. Ach, krass. Hier kann ich die. Ach, cool, da kann ich auch noch Modifier draufhauen. Das ist ja lustig. Und das kostet mich nichts. Item Quality plus 3%. Ja, na dann. Activate that shit. Okay. Ich sollte das Ding vielleicht woanders hinstellen. Damit ich in die Portale auch reinkomme. Großartig. Ah. Ja. Event startet, ist mir egal. So, was haben wir denn jetzt für Modifier überhaupt? Oh, einfach 3% mehr Items nur. Okay, na, das ist entspannt. Und Monsterstärke 69, das ist okay. Da mache ich aber mal die nächste Folge draus. Von daher sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und tschüss.